Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Lautschmer und ich begrüße euch wieder bei der Topspielprognose an diesem heutigen Mittwoch sogar, einmal unter der Woche. Ja, englische Woche ist angesagt, ne? So viele Spiele sind es ja nicht mehr vor der Winterpause. Wobei, kann man es wirklich Winterpause nennen? Nicht wirklich diesmal. Ja, wir haben uns entschieden, dass wir mal ein Spiel machen mit Mannschaften, die wir tatsächlich noch nicht in der Prognose hatten. Und das ist Bielefeld gegen Augsburg, ja. Und wirkt jetzt vielleicht im ersten Moment noch nicht so attraktiv. Aber mein Gott, der Aufsteiger Bielefeld, ja, der will ja jetzt mittlerweile auch jetzt ein paar Punkte sammeln, dass er mal rauskommt aus dem Tabellenkeller. Augsburg befindet sich momentan im Niemandsland, so ein bisschen im Mittelfeld der Tabelle. Da kann sowohl nach oben als auch nach unten ist da auch alles offen. Wir werden sehen. Ich nehme die Leute von der Ostalb, die Bielefelder. Ich habe mir auch gerade erst eine Dokumentation über das Aufstiegsjahr angeguckt, auch sehr geil. Die Truppe ist schon eine geile, muss man ja sagen, ne? Aber das erste Jahr ist immer schwer, beziehungsweise gut, man sagt ja meistens, das zweite Jahr ist immer schwer, das zu halten. Das erste wird noch von der Euphorie getragen, trotzdem, ne? Es ist durch Corona halt kein Budget da, da hat es natürlich einen Aufsteiger nochmal doppelt so schwer, sage ich mal. So, wir nehmen das Heimtrikot, das ist schwarz, okay. Jetzt hätten sie noch in der Ah, okay, alles klar, na gut. Ja, ich denke, das kann man so lassen. Ja, wir nehmen immer das Heim und dann, ja, okay, dann sehen wir mal, was sie da so haben. Das sieht eigentlich, ich will eigentlich immer so ziemlich deren Aufstellung, bei dieser Aufstellung ist eigentlich dabei belassen, wobei hier werde ich wahrscheinlich doch nochmal aktiv. So. Ach, der Seufert, der hat doch auch mal bei Lautern gespielt, wenn mich nicht alles alles irrt. So, genau, das lassen wir mal so. So, dann gucken wir mal. Julian Schieber spielt bei Augsburg? Das wusste ich auch nicht. So. Krass. Ja, komm. Ist okay. 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 Lassen wir so. Passt. Dann schauen wir mal, was die Arminen aus Bielefeld so anstellen gegen die Augsburger. Wichtig ist es Punkte, Punkte, Punkte. So. Leider Gottes haben wir jetzt hier noch nicht die Schüco Arena. Die wird wahrscheinlich dann beim nächsten Mal dabei sein. Aber wir haben schönes Flutlicht und das entschädigt wieder. Ja, der Team Spirit stimmt eigentlich bei den Bielefeldern. Das hat man gemerkt einfach in der Aufstiegssaison, wo viele nicht mitgerechnet haben, dass die Bielefelder nach einer durchwachsenen Saison 2018-19 so krass dann in die 19er-20er-Version dann kommen. Aber... Und da ist es. Und Klos. Einer der Top-Torjäger in der letzten Aufstiegssaison.
Guck mal da, super, wie er den, vor allen Dingen mit rechts und dann mit der Spitze in das kurze Eck. Den hätte man... Hätte man, ja, das stimmt schon, ja. Aber sehr schön gemacht. Und das ist doch schon mal gleich ein guten Auftakt für Bielefeld. Wo man sagt, Bielefeld gibt's ja gar nicht, aber... Trotzdem 330.000 Zuschauer und damit wird Bielefeld zu einer der 20 größten Städte der Welt, des Landes, von Deutschland, der Welt. Jetzt würden wir gleich mal übertreiben. Wie gesagt, großartige Verpflichtungen sind keine gemacht worden. Das Budget ist dafür nicht da. Und deswegen muss man gucken, wie man dann zurechtkommt in der ersten Liga. So. Oh, da ist Platz da. Nein. Da war Platz. Ah, da war. War Abseits. Aber auch Abseits, genau, richtig. Ich bin gar nicht da. So, da muss er gleich weiterspielen. Aber sich nicht lang Zeit lassen. Oh, und Klos aus der Drehung. Super gemacht. Oh, da wird er gestoppt. Eieieiei. Das war auch. Wenn da mal jetzt. Was gibt's? Eine Rudelbildung. Er wird ihn sich zu sich holen. Und. Was kriegt er? Er kriegt die Rote. Ganz klar. Notbremse, ja. Ja. Krass. Okay. Und jetzt? Das war. Die Bielefelder. Einer verheißungsvollen. Oh. Schön gehalten. Schöner Freistoß. Meine Fresse. Ich mag das immer gar nicht, wenn die Torhüter nur zugucken, ne? Ja, ja. Dann sollen sie lieber irgendwo hinspringen, aber hinterher gucken, das ist das Schlimmste. So, und jetzt? Oh, die Hereingabe war gut! Das gerade noch so weggekratzt. der war auch gut gespielt. Ja, da kam man nicht zum Abschluss. So, jetzt vielleicht. So. Sehr gut gemacht. Aber. Oh nein, so kriegst du den nicht weg. Das war Strafe. Und da ist er aber. Der Torwart. Ei, nein. Ach nee. So, kann er? Jawohl. Sogu. Immer noch Sogu. 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 Kommt keiner hinterher, hier kommt keiner hinterher. Und dann wieder so ein Ding, ey. Ach, wie ich das hasse. Oh mein Gott, ja, das ist, ja. Und da kann der Torwart nur noch hinterher schauen. Und die Ostalb. Sie wackelt. Sie bebt. Es ist fast. Ja, wackelt, hört sich irgendwie. Es ist fast. In alten Zeiten. Na, Leute. Jetzt kommt natürlich wieder keiner hinterher. Rechtzeitig. So. Boah, der wird er. Ja, da gibt es aber nur eine gelbe, wenn überhaupt. Nee. Ja, es war voll in Ordnung.
So. Ja. Aber auch lang spielen lassen. So. Legt er sich dem selber hin oder was? Mann, Vargas. So, und die Bielefelder. Da ist wieder Klos. Klos hätte weitergeben können, aber behalten erstmal noch weiter, aber da wieder. Oh! Da hätte beinahe noch, wäre er nochmal dran gekommen. Ei, was macht er denn? Warum denn in die Mitte? Das war eben grob fahrlässig. Wenn da jetzt dadurch das Tor entsteht. Oh. Aber. Das gibt's nicht. Nein. Die können einfach nicht schießen. Oder überhaupt mal. Das gibt's doch nicht. Schön. Einsatz war da. Oh Mann. Augsburg ist einfach noch geflasht von der roten Karte. Wird natürlich schwierig jetzt. Abseits. Das war für mich abseits. Oh. Kommt er noch dran? Nee. So. Hui, hi, jawohl. Und jetzt vielleicht ein schneller Konter. Aber, nee. Die Bielefelder machen die nötigen Schritte zurück. Und somit gehen sie 2-0 in die Halbzeit. Ich würde sagen, damit könnten die Bielefelder absolut leben. Und die Augsburger haben da noch Diskussionsbedarf. Vogelsammer und Klos. Die beiden Top-Torschützen, wenn ich mich nicht irre, auch auf jeden Fall in der zweiten Liga. In der Saison davor. Auf jeden Fall Klos. Auf jeden Fall. Und Vogelsammer hatte auch zumindest mal über 10 Treffer. Sehr schön, dass die beiden gerade wieder getroffen haben. So. Es wird mal erstmal nichts verändert. Und dann geht's direkt in die zweite Halbzeit. So. Und die Augsburger, was haben sie sich jetzt vorgenommen? Wie sind sie jetzt aus der Kabine rausgekommen? Es gibt auf jeden Fall zwei Wechsel. Da ist wieder Soko. Felix Götze ist eingewechselt worden, so wie Julian Schieber. Oh! Und das ist schon wieder das Kleine. Das ist doch zum Reiern. Oh mein Gott. Ehrlich, total frei. Krass. Total frei stand der da. Haha, Vogelsammer. Alter Verwalter. Kann nicht sein. Alter. So, jetzt hat Augsburg nichts mehr zu verlieren. Jetzt gibt's voll offenes Visier. Taktische. Jetzt ist so alles egal. Wenn wir hier schon nicht gewinnen, dann dreht man euch wenigstens doch den Rasen kaputt. So in der Art. Offenes Visier jetzt. Oh Gott. Ui. Wieder keiner hinterher. Ich hasse es. Ah! Ja. Nein! Oh mein Gott. Oh! Ja, guck mal da. Oh. So, sehr schön gerettet.
So, Vogelsammer, der zweifache Torschütze. Man merkt auf jeden Fall, dass ein Mann weniger da ist. Ach so. Und da. Ey, ganz Sonne, jedes Mal klappt das bei dir. Ich verstehe es nicht. Dafür habe ich das Auge. Los. Da geht nicht mal einer hoch irgendwie. Ich habe den Spirit von den Bielefeldern aufgesaugt, weil ich habe mir tatsächlich, ich schaue gerade momentan die 1 Stunde 45 laufende Doku der Bielefelder. Oh! Er lässt weiterlaufen und dann kann auch Doan sich in die Liste eintragen. Katastrophe der Augsburger. Einfach Katastrophe. So. Da ist nur noch Frust bei den Augsburgern. Nur noch Frust. Ja. Was sind denn das für Pässe hier, Leute? Von Leute. Und da kommt das 6-0. Ah. Komm schon. So. Reagieren jetzt die Augsburger nur noch, oder? Kommen da wenigstens... Nein, warum denn zu ihm, oh, ey? Leute. Jetzt vielleicht. Oh, Ortega. Ortega kratzt ihn noch raus. Sehr schön. Wow, der ist ja ohne Probleme. Der war nice. Ja. Da kann Ortega gar nichts machen. Caliguri. Also Caliguri. Caliguri auch gut. Vogelsammer. Ja, und da rennen sie wieder stumpf hinterher. Er hat keine Anspielstation. Und dann, oh Gott. Die, also manchmal denke ich auch hier, was spielen die für einen Fußball? Ne? Und der geht zur Ecke. Sehr schön. Das war eine. Na! War es schon wieder los? Weiß ich jetzt gar nicht. Hat er jetzt seinen Dreierpack gemacht? Wow, da hat er ihm sogar noch eine gute Vorlage gegeben. Ja, tatsächlich. Ja. Klos macht seinen Hattrick. Der Goldgetter, der Bielefelder. Oh, der war zu lang. Oh. Oh mein Gott. Eine komplette... Wow, was?
Was für ein schönes Ding. Ah, jetzt gibt es nochmal Ecke für Augsburg. Augsburg vorn. Oh, ei. Der kam gut, aber den hätte man auch mit dem Kopf nehmen können. Ja, vielleicht die bessere Lösung. Ja, du merkst einfach, der Spieler war essentiell, ne? Der Innenverteidiger. Ja. Der fehlt an allen Ecken und Kanten. Der hat's ausgemacht. Ja, was ist denn? Lauf doch auch hin da. Leute. Oh! Diese scheiß Lücken. Oh, und da wird wieder ausgepackt. Und die zweite rote Karte für Hahn. Oi. Gerade eingewechselt. Das ist ein deutliches Frustfoul. Ja, deutlich. Das war wirklich deutlich. Halt den doch fest. Also. Nee. So, jetzt vielleicht. Da der gut abgebracht ist, aber da wird er abgepfiffen. Hätte aber eh nichts mehr gebracht. 7:1. Schnappi, ich glaube, das war bisher deine höchste Niederlage gegen mich. Und das gegen Bielefeld. Hättest du das gedacht? Dass ihr Bielefeld mal dir so viel einschenkt. Ja, ich sag dir, wie es ist. Es ist durch die erste rote Karte war halt komplett die Luft raus und die hatten keine Ahnung. Definitiv, ja, das stimmt. Also die waren total durcheinander. Man hat es richtig gemerkt, da ging nichts. Ja, das stimmt. Gut, das 1-0. Da war ja noch keine rote Karte, aber trotzdem, da wäre wahrscheinlich das Spiel wäre anders ausgegangen. Das auf die da sehen wir es ja schon, da kommt es ja schon. Da hat es noch 1-0 gestanden und dann. Ja. Ab da, ja, und dann noch natürlich sowas. Das Abpraller-Tor. Vogelsammer mit der artistischen Einlage. Ja, 7-1. Ja, damit hast du ja alles schon gesagt. Ne? Ja, klar, das siehst du mal. Ne? Manchmal kann man es kompensieren, aber in der Verteidigung ist es halt schwierig. Ja, und dann, wenn noch einer dann vielleicht essentiell ist. Guck mal, Fabian Klos mit einer glatten 10. Krass. Hammerhart. Ja. Nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ist sehr empfehlenswert. Ich muss mal gucken, ich schreibe sie euch mal unten. Da gibt's wirklich eine Dokumentation von den Bielefeldern. Du merkst einfach allein, wie sie da im Prinzip reden, dass da ein absoluter, auch so ein richtiges Wir-Gefühl da war. Ja, und die Leute, Bielefeld hat sich ja nicht verändert gehabt, ne, von der Konstellation. Die haben diese Saison davor als 15. abgeschlossen. Damals noch mit Jeff Saibene, der jetzt bei Kaiserslautern ist. Jetzt, dann kam der neue Trainer, Neuhaus oder so, ich weiß jetzt gar nicht mehr, der damals bei Dynamo Dresden war und der hat es nochmal komplett auf links gedreht. Und ja, krass, was die Jungs da angestellt haben und dann auch wirklich gemerkt haben, hey, es ist was möglich. Ja, und
wirklich genial. Finde ich super, ne? Wenn du auf, weil wer hätte. Ich weiß selber noch, wie ich da letzte Saison, wie ich mir das so anguckt habe. Gut, da kam ja dann noch Coronavirus und so weiter dazu. Aber da habe ich auch gedacht, immer wieder, wenn ich auf die Tabelle geguckt hätte halt, und habe gedacht, alter Bielefeld, ne? Wo jeder gesagt hat, ja, hier Stuttgart, Hamburg ist dabei, vielleicht Hannover und was weiß ich für Mannschaften. Aber Bielefeld hatte keiner auf der Karte und Bielefeld hat ja auch noch souverän die Tabellenspitze angeführt. Das war krass. Ja, das zudem. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Schreibt gern was in die Kommentare. Fühlt euch da frisch, fromm, fröhlich, frei. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Spielprognose. Bis dahin, macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao. Bye, bye. Tschüss.